Herzlich willkommen beim TSA Company Newsflash. Diesmal melden wir uns aus Forchdorf von der Bahnbetriebsleitstelle der Stern und Hafer Verkehrsgesellschaft. Rechts neben mir sehen Sie das Fahrzeug, in dem die neueste TSA-Antriebseinheit verbaut ist. Zu dieser möchten wir Ihnen heute einige Details erklären. Für ihre neuen Fahrzeuge verlangten die Gmundener Lokalbahnen einen besonders platzoptimierten und geräuscharmen Antrieb. Unmittelbar hinter mir in der Sitzkiste befindet sich der Fahrmotor, der gemeinsam mit dem Getriebe die hochintegrierte Antriebseinheit des Fahrzeuges bildet. Da ist Platz genug, ja. Das könnte gut funktionieren. Gut, also durch die intensive Zusammenarbeit von Motor- und Getriebekonstruktion war es uns möglich, die Baulänge des Motors zu reduzieren, um eine optimale Durchgangsbreite im Fahrzeug zu erreichen. Dies wurde unter anderem erreicht, als man den Drehzahlsensor vom Ende des Motors ins Getriebe versetzt hat. Herzstück des einzigartigen Antriebskonzeptes ist das von der TSA entwickelte, vertikal verbaute, dreistufige Getriebe. Die größte Herausforderung war die Optimierung des Geräuschs und besonders der Beölung. Die Zahnräder müssen das Öl bis zum Motor transportieren und das ist ungefähr 70 cm. Für die Optimierung der Ölströmung haben wir diesen Prototyp gebaut. Diese Öltaschen, die sind aus dem 3D-Drucker und damit den Optimierungsprozess wesentlich beschleunigen. Um das alles zu sehen, haben wir diese Schaugläser, ungefähr 30 Stück, und im Innenraum diese LED-Beleuchtung. Wir bei TSA legen ganz besonderen Wert auf die Beziehung zu den Nutzern unserer Produkte. So rundet die abschließende Produktschulung durch unsere Experten den Entwicklungsprozess ab. Ich hoffe, Sie hatten Spaß mit unserem TSA Company Newsflash. Auf Wiedersehen aus Forchdorf. Bis zum nächsten Mal.